Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge LS22 hier auf der Bilk. Ja, ich komme gerade vom Amt. Ich habe mit dem Bürgermeister gesprochen, der Vorsitzende vom Energieverband war auch da und ich habe gefragt, Leute, wie sieht's aus? Habt ihr einen Fördertopf? Gibt es Kohle? Kriegt man auf den Kontostand? Der mir sagt, na klar, wir machen eine Blitzüberweisung. So, dementsprechend haben die gesagt, bau deine BGA. Der Energietyp hat gesagt, wir wollen aber auch ein Windrad. Du musst dich dann knebeln bei uns, ne? Du baust, wir kassieren und du kriegst einen Abschlag, so ungefähr. Die BGA ist ja auch stromerzeugend. Und die haben auch gesagt, ja, mach doch mit dem Ballenlager kein Ding, kannst du bauen, ist ja alles zusammenhängend. Ja. Wir haben ein bisschen Kohle gekriegt. Ich dachte nicht, dass es so viel ist, aber haben wir bekommen. Aber jetzt passt mal auf. Problem ist wie folgt. Ich wollte ja hier vorne in dem Grünstreifen zwischen den Feldern. Hier wollte ich die BGA und das Ballenlager bauen. Problematisch ist nur, da uns dieses Land nicht gehört, können wir hier keine Produktionen bauen. Ich habe es ausprobiert, hat nicht so gut geklappt. Hier sind keine Icons. Das ist dann echt ein bisschen doof. Gefällt mir überhaupt nicht, weil wie gesagt, ich wollte hier sehr, sehr gerne die Sachen hinbauen. Die hätten ja auch echt cool gepasst. Ich habe das auf einem anderen Spielstand ausprobiert. Hat nicht so geklappt, wie es sollte. Ja, das heißt, wir müssen uns einen anderen Platz aussuchen für die BGA. Die würde ich jetzt auf jeden Fall als erste bauen wollen. Und zwar da, für 75.000. Das Ding ist, guck mal, hier steht übrigens unser Schneidwerkwagen rum. Hier hinten wäre die BGA eigentlich ganz cool. Glaube ich. Das Land gehört uns ja hier komplett, oder? Wir müssen mal die Mappe fragen, wo wir dürfen. Oh, okay. Oder wo wir nicht dürfen. Oh, 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 oh. Da geht's schon los. Tut, 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 tut. Schwierig. Ach, du dicke Männer. Weil wenn wir jetzt hier hinten wirklich hingehen und sagen, ja, ich baue mir eine BGA und dann sagt das Land aber, nee, du baust sie hier nicht, dann haben wir ein Problem. Wir müssen auf jeden Fall erstmal den Schneidwerkwagen wegräumen, glaube ich. Dass wir da Sachen machen können. Wir müssen heute noch Gras mähen auf jeden Fall. Nee, nicht mähen, aber pressen und abfahren, das machen wir. Aber erstmal räumen wir da den Schneidwerkwagen weg. In der Hoffnung, dass wir da die BGA bauen können. Ballenlager weiß ich da noch nicht so genau. Weil das muss ja eigentlich hier irgendwo hin. Dann stellen wir doch ein Fahrsilo. Dann hätten wir eventuell noch ein bisschen Kohle offen für ein Big M. Da bin ich in Preisverhandlungen mit Krone gegangen. Und die haben gesagt, jojo, wir machen da was. Da kriegst du was. So, komm, dann fahren wir das Schneidwerk erstmal hier rein. Und ich hoffe, dass wir die BGA hier hinbekommen, ohne dass wir Probleme haben. Warte mal, wie sieht es denn hier terrangtechnisch? Hatten wir das hier schon mal angebügelt? Das müssten wir vorher wahrscheinlich machen, oder? So, wir kloppen uns mal hier die Erde schön. Aber das sieht gut aus. Oh, bitte lasse klappen. Ich war gerade auf dem anderen Spielstand, da wo ich das getestet habe. Sehr entrüstet und entmutigt. Oh Gott, die hat Icons. Die funktioniert. Leute, wir haben hier eine BGA gebaut. Ich weiß nicht, ob die da richtig steht. Aber das werden wir gleich sehen. Wir müssen erstmal hier ein bisschen drumrum malen. Was ist denn das hier? Asphalt? Jo, Beton. Krass. Ist ja hässlich. So, dann machen wir bis da. In der Hoffnung, dass das gut ist. Na, hier haben wir... warte mal. Wir müssen mal mit Grün ein bisschen... Ich würde das gerne ein bisschen mehr abgrenzen hier. Wir haben halt Gott sei Dank immer noch den Weg hier runter zum Acker. Der Rest ist eigentlich okay. Vielleicht müssen wir hier oder mal ein bisschen mit Beton auskoffern, dass wir hier weiter vorbeikommen. Ja! Oh Gott, ich habe mich so geärgert, ne? Ich habe das alles schön planiert und hingestellt und dann halt gesehen, ja, hast du gebaut, aber sie sind keine Icons da. Hier schon, also die BGA funktioniert. Die müsste jetzt eigentlich auch auf der Map auftauchen als Produktion. Jawohl. Ah, was machen wir mit dem Ballenlager? Das wäre jetzt noch sehr interessant, wo wir das hinstellen. Hallo? So. Meine Maus war nicht da. Puh, schwierig. Vielleicht doch hier unten beim Schafstall? Ja, vielleicht dahinter. Pass mal auf. Wir gucken mal. Bauen. Aber das ist so übel weit weg.
Macht das Sinn? Weiß nicht, warte mal, können wir den Zaun hier entfernen? Na klar. Hier steht noch die Hofhexe. Okay, mit den Gitterboxen für die Kartoffeln. Oh, warte mal, wenn wir richtig gut haushalten mit der Kohle, könnten wir uns vielleicht so die Kartoffelwaschmaschine holen. Was wollte ich machen? Achso, Silo brauchen wir, genau. Die Ballenhalle, die ist hier hinten. Das ist aber ein dicker Klopper. Die würde hier theoretisch hinpassen. Theoretisch, propyletisch. Wollen wir uns die hier hindröschen? Da müssen wir nur einen Zaun entfernen, das ist ja machbar. So, dann müssen wir die Hofhexe beiseite räumen. So. Das sollte alles nicht das Problem sein. Dann würde ich mir hier hinter die Ballenscheune hinstellen. Da das ja landtechnisch recht schwierig gestaltet ist hier, müssen wir da ein bisschen kreativ werden. Aber da sollte er nicht dran scheitern. Guck mal, ich habe es ja schon ein bisschen vorbereitet. Wir haben den großen Fendt hier, dass wir mit dem Ladewagen die Schwader abfahren können. Der Lindtruck steht hier mit dem Glas, mit der Presse, wenn wir gleich Ballen pressen. Dass wir bei der Schafe wieder Futter haben. Und ja, warte mal, wir lassen mal die Hofhexe direkt hier in der Mitte stehen. So, und aus den Klaus. Wir gehen bauen. Ich will nämlich jetzt hier unser Ballenlager haben und ich hoffe, dass das funktioniert. Ist das richtig ausgerichtet hier? Wir haben ein bisschen Kontakt mit dem Baum. Steht das im richtigen Winkel? Kann man das? Sieht man das? Warte mal. So, steht jetzt da. Jetzt müssen wir ein bisschen Terraforming betreiben. Malen, 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 malen. Wir machen hier wieder Gras. Auf jeden Fall. Mit dem Zaun, das passt eigentlich. Ich hoffe nur, dass wir hier vernünftig wieder rauskommen. Ist ein bisschen eng, aber nicht unmöglich. So, hier bin ich schon mal zufrieden. Hier irgendwie nicht so. Und wir haben hier unser Entlader-Icon. Sehr schön. Ich hätte eigentlich gerne Schotter, muss ich sagen. Wir machen hier erstmal wieder Gras. Der macht das hier immer zu doll. Finde ich immer nicht so geil. Viel zu doll. Wobei, warte mal, hier kann Schotter hin. Direkt schon. So, 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 so. Achso, er malt in dem Triggerbereich nicht. Ich verstehe. Huch, nee, das ist so groß. Schotter. Er darf das hier gerne vor der Halle schottern. Ja. So ist okay. Und dann würde ich hier einfach Gras reinmalen. War zwar nicht geplant, dass wir das hier hinten machen, aber wenn die anders sieht, wo willst du hin damit? Unser Land ist begrenzt. Ich habe halt nur Hoffnung, wenn wir den Windrad bauen, dass wir da trotzdem Kohle von kriegen. Nicht, dass es dann halt, ne? Du weißt schon. So, das wäre dann das. Wollen wir mal gucken? Ach, schön. Dahinter mit Fachwerk und so. Hier kommen wir ran für die na, hoffentlich kommen wir von... mal gucken. Können wir jetzt die Tür aufmachen? Ja, da ging nämlich vorher nicht. Okay, ich sehe hier Teleskopladerarbeiten auf uns zukommen. Müssen wir den Baum stutzen? Ja, ja, oder? Und da kommen wir den bis hoch. Ey, warte mal, doch. Da war doch gerade ein grüner Streifen. Sind wir in der Lage, hier hochzukrabbeln, wie so eine Bergzicke? Da war gerade grün. Na hallo, guck mal. Haha. Muss noch mehr weg? Zeig mal. Warte mal. Ja, hier auf der Ecke unten. Das ist der runtergefallene Ast, den wir abgeschnitten haben schon. Sehr schön. Cool, ey, geil. Bäume beschneiden, das fetzt. Lassen wir erstmal hier liegen, die Strünke. Warte mal, hier ist noch ein Ast. So, vielleicht werden wir es vergessen, vielleicht nehmen wir es aber auch irgendwann mal mit. Ist jetzt hier frei? Ja, sie dort da oben ist halt noch, ne? Naja, ist eine alte Scheune, wächst halt durch. Okay.
Die Ballen müssen hier rein. Wie viel gehen hier rein? Steht hier eine Anzahl? Nee, aber vielleicht steht... Warte mal, stand das hier? Da müssen wir gerade nochmal gucken. Tut mir leid, Leute. Silos. 250. Das ist okay. So, wenn wir schon mal da sind. Ich hoffe, dass dieses Windrad da platzierbar ist. Weil wir haben nämlich hier beim Kartoffelacker theoretisch keine Möglichkeit. Also wir dürfen hier nicht, ne? Ist nicht unser Land. Aber ich würde sagen, wir nehmen uns das Windrad und stellen das hier trotzdem hin. Mit der Tür hierher. Schön in der Mitte. So. Dann malen wir uns hier noch einen Schotterweg ran. Ja, das ganze Fundament steht hier auf Schotter. Und ich hoffe, dass das Ding Geld generiert. Ich kriege hier Anfälle, wenn nicht, aber ich hoffe doch. Wenn nicht, naja, dann haben wir hier teure Deko. Ist egal, ist ja eh gesponsert. Ne? Wir mussten ja sowieso, sind ja Fördergelder. Würde ich aber noch einen Zaun rumbauen, sehr gerne. Ein bisschen Maschendraht. Das ist so wunderbar. Huch. Haben wir jetzt eh ein Zaunfeld zu eng gestellt? Naja, ist egal. Dass sich hier kein frecher Iltis verirrt. Ne? Das sieht hier alles schön. Ach komm, wir machen das dicht. So. Wenn er in dahin will, dann muss er gucken. Kann man das von hier sehen? Bestimmt. Ja, da steht es. Cool. Und das passt hier voll rein, weil da hinten dreht sich auch irgendwo eins. Oder auch nicht. Hä, wo ist das Windrad hin? Die sind doch bei der BGA da hinten, oder nicht? Da klar, da hinterm Baum steht es. Okay. Da dreht sich das. Ach schön, das passt hier wirklich gut rein. Da hinten das steht auch noch eins. Über den Scheunen da hinten. Cool. Und ich hoffe, dass die Karre Geld generiert. Also das werden wir sehen, wenn es soweit ist. Schön. Dann ist die Kohle eigentlich fast alle. Ich war bei Krone. Passt mal auf. Und zwar kostet der Onkel nur noch 180. Und 180 haben wir nicht. Aber wir werden uns dieses Vehikel aneignen. Aber jetzt machen wir erstmal Grasballen. So. Ja. Manchmal muss man wirklich einfach fragen und dann kriegt man ein bisschen Kohle. Ja, wie sich das hier nachher entwickelt mit dem Ballen einfahren und nicht. Müssen wir mal gucken. Ich hoffe, dass die Scheune jetzt kein Reinfall ist und vernünftig funktioniert, aber das wird sich zeigen. So, wir machen jetzt mit dem Xerion erstmal ein paar Grasballen für die Schafe. Oh, schön, wenigstens das funktioniert. Da bin ich ja schon mal froh. Und guck mal hier auf der Map bei der Kartoffelacker-Geschichte. Hier ist das Windrad nicht zu sehen. Jetzt ist die Frage, hat das eigentlich ein Icon, wenn man das baut? Das müsste ich nochmal ausprobieren auf einem anderen Spielstand, aber nicht jetzt. Ja. So, klapp mal auf, mach mal an und Action. Vielleicht brauchen wir Vorderradlenkung, oder? Weil sonst zieht ja die Presse immer so komisch hinterher. Oder wir müssen uns... Naja. Weil wenn der hier mal Kurve fährt, der schwenkt schon ziemlich hart aus. Aber wir bleiben auf dem Schwatt. Oder auch nicht. Ich glaube, ich muss den Lenkungsmodus ändern. Ja, Vorderradlenkung. Perfekt. So machen wir das. Sonst wird das hier... So. Das wird natürlich ein bisschen schwierig. Wo macht denn der die Zapfwelle hin, sag mal? Was ist denn bitte? Aha. Aber. Hä? Der Zapfwellenstuppen, der ist doch da unter. Naja, mir sollte ja sein. Da gucken wir jetzt mal nicht hin. Wir haben nichts gesehen. Hier liegt noch Gras rum. Das geht nicht. Okay, also ist die Presse und der Xerion jetzt nicht so gut anscheinend miteinander. Egal. Ist ja nur dieses Feld hier. Das werden wir mal schnell abarbeiten. Theoretisch könnten wir hier Dünger schmeißen. Dann wären wir hier wieder bereit für den nächsten Grasschnitt. So. Aber wisst ihr, was das bedeutet? Wenn wir die Silageballen verkaufen im Winter, hätten wir noch Kohle für ein Big M. Das war im nächsten Jahr. Boah, das ist aber schwerfällig, wenn er nur vorne lenkt. Das ist ja, sag mal, hä? Die fährt sich ja hier, als wäre der erste Mensch auf der Welt. Was ist denn das hier?
So, jetzt aber. Was ich sagen wollte, wenn wir nachher die Silageballen verkaufen, dann haben wir Kohle. Dann können wir uns den Big M holen. Ne? Und so ist es. So eine Förderung ist was Feines, aber die haben auch gesagt, das ist eine einmalige Sache, weil halt gerade noch was im Topf über war, sonst wäre das alles nicht möglich gewesen. So. Aber ein bisschen Schaffutter. Das geht immer. Wir bräuchten noch ein bisschen Mineraldünger. Da könnte man vielleicht auch nochmal zum Händler fahren. Dafür müssten wir aber die Hofhexe entladen. Das ist wieder ein bisschen doof. Ja, da sind die ganzen Gitterboxen noch drauf. Und ich habe das Gefühl, das wird hier langsam dunkel, oder? Ich meine, guck mal, wir haben 15 Uhr. Wir sind im Oktober. Wir können ja gleich nochmal die Silage-Verkaufspreise checken, ob da vielleicht sich jetzt schon was getan hat. Und dann bin ich mal wirklich gespannt, ob sich das finanziell lohnt, wenn wir jetzt vorspulen. Ob das olle Windrad funktioniert oder ob das halt auch auf Land stehen muss, was uns hier hört. Weil das war jetzt dementsprechend ihr Gemeindeland. Ja. Das wäre halt wirklich nochmal interessant, ob man das wirklich auf eigenes Land stellen muss. Weil könnt ihr mir vorstellen, dass denn bei dem Windrad so ein Icon irgendwo auftaucht? Aber vielleicht auch nicht. Das habe ich jetzt nämlich nicht ausprobiert. Alter, der Lenkradius, das ist ja wie so ein Flugzeugträger, das Ding. Und die Presse hier? Mit ihrem Pickup, in die hakt sich ja sehr, sehr gerne fest auf dem Boden. Ja, vielleicht holen wir uns doch eine Rundballenpresse. Mit Presskammer. Wobei die 240er Ballen, ich mag die eigentlich. Ey, hier kommt richtig was zusammen für die Schafe, das ist ja geil. Guck mal, der schafft den Radius nicht ganz. Das ist kritisch. Und dann bin ich echt auf den Lindtrag gespannt, ob der das irgendwie hinkriegt hier. So. Also mit dem Flug hat er perfekt performt. Mit der Presse, da hat er so seine Auseinandersetzung, so wie es aussieht. Ich glaube, das ist echt dem Lenkwinkel geschuldet. Warte mal, wir können ja wieder umschalten. So, dann machen wir Allradlenkung. Jetzt fahren wir relativ gerade. Die Randbahnen sind ja weg. Sollte jetzt besser funktionieren, denke ich mal. So, na wohl, siehste. Klappt doch, beim ersten Mal. Also an sich funktioniert, also optisch hauen die ja schon miteinander gut hin, aber... Naja, das geht schon. Das Schöne ist, der zerrt das Ding einfach mit, ob die Presse will und nicht. Ne, er macht das schon. Ist, glaube ich, momentan mit der leistungsstärkste Schlepper, den wir auf dem Hof haben. So, das kriegen wir auf jeden Fall noch voll, das Ballen. Aber ob wir das nächste noch voll kriegen, das weiß ich jetzt nicht so genau. Der einzige Vorteil ist, wenn wir dann wirklich Kühe haben, dann könnten wir Mist und Gülle, glaube ich, auch in die BGA feuern, oder? Das müsste die eigentlich fressen. Wir können ja mal gucken, was hatten die für Zutaten für uns bereit. Da. Silage frisst die, okay. Wir können mal elektrische Ladung direkt verkaufen. Methan direkt verkaufen, Gärreste direkt verkaufen. Ich will das nicht haben, ich will nur Kohle haben. Gülle? Mist. Das ist das, was die Kühe herstellen. Sehr geil. Und wenn wir mal richtig Bock haben, können wir auch Silage drin feuern in dem Ding.
Zuckerrüben und Kartoffeln. Stimmt, ich wollte noch diese komische Wasch. Au, wir bauen die Kartoffelwaschmaschine, Freunde. Das machen wir auf jeden Fall. Aber ja. Wir machen jetzt hier erstmal diesen Acker schön. Also alles quadratisch. Und dann bauen wir uns die Kartoffelwaschmaschine. Dann fahren wir die Ballen bei die Schafe hin. Und dann würde ich mit dem Lindtrack losziehen. Oder wir warten noch mit der Kartoffelwaschmaschine, bis wir die Silageballen verkauft haben. So, nein, es ist fast fertig, das Ballen. Oh, da fehlt nur noch ein Schluck. Liegt hier irgendwo Gras rum? Warte mal. Und wenn ja, dann aber nicht mehr so viel, oder? Wir könnten jetzt zur anderen Wiese fahren und das. Ah, oh, das ist ja jetzt wieder blöd. Oh, naja, egal, komm, schmeiß raus. Dann soll es so sein. Da machen wir beim nächsten Mal hier nochmal eins und dann ist es gleich voll und fertig und schön und. Naja. Okay. Wir laden die Ballen beim nächsten Mal auf und fahren die hier rüber. Dann können wir jetzt nämlich ganz in Ruhe. Wir lassen einfach mal die Presse hier dran. So, ich würde gucken. Warte mal, das war teuer, das Ding, ne? Produktion, war das hier? Ja. Hey, warte mal, wo ist denn das Ding? War das weiter hier vorne? Ja, hier. Ja, 85 Latten, ey. Das ist viel. Wie gesagt, du haust hier hinten die Kartoffeln rein. Und Wasser. Dann kommt hier hinten die Waschen raus. Jetzt wäre die Frage, wenn wir da die Box unterstellen, ob er die da automatisch einfüllt. Das wäre natürlich mega. Und hier unterm Dach steht die halt ja nicht so verkehrt. Merken wir uns mal vor. Also Kartoffelwaschmaschine kommt hier hin. Ne? Die macht halt auch Rüben. Ne, Rüben und Kartoffeln. Aber wer macht denn die anderen Sachen sauber? Pastinaken und so Quatsch, gibt ja auch hier waschen. Egal. Würde ich denn hier hinstellen wollen, wenn denn soweit ist? Ja, okay, 85.000 ist viel. Ich glaube, wir fahren mit den Jungs jetzt los und holen uns erstmal die Schwade für den Kuhstall. Ist wieder so viel gleichzeitig, ne? Aber ich will ein bisschen was schaffen heute. Oh, der hängt aber hoch. Das wird nix. Ah, verdammte Hacke. Oh, das ist ja ärgerlich. Dann brauchen wir einen anderen Trecker. Das ist aber ärgerlich. Oh, an welchen hatten der so dran gehangen? Welcher war denn das? Klappt der mit dem MB-Truck besser? Können wir nehmen mal den? Dann haben wir alle Traktoren hinten beim Schafstall. Das ist ja wieder geil. Außer den Deutz. Aber damit haben wir letztes Mal schon so viele gemäht. Oh, da habe ich aber Sorgen, wenn wir uns größere Schlepper kaufen, dass die ganzen kleinen Geräte dann alle dran hängen wie so ein Wimpel. Das ist ja blöd. So, der einzige Vorteil, der MB-Truck ist schnell. Ja, der hängt vernünftig. Da hast du gewonnen. Kannst du mitkommen? Häng dich mal hinter dem Lind. Das war aber knapp jetzt. Ich wollte schon sagen, hey, warte mal, hier steht ja noch der Anhänger rum. Und dann wären wir da fast eingerastet. So, warte mal, wir starten den mal. Und dann fährst du da bitte hinterher. Du kannst auch ein bisschen dichter fahren. Und folge mir. Geil, es geht los, Leute. Der MB-Truck fährt theoretisch genauso schnell. Ja, da kommt doch mit. Ehre. Oh, ich hätte das so gerne hier gehabt. Das wäre so schön gewesen. Aber ja, die Karte sagt nein.
Okay, dann kannst du das ja auch klemmen mit dem Wald hier. Kommt das Ding da hinten mit? Oh ja, der ist aber bei Fuß. Sehr schön. Und da ist der Windrad. Guck. Schön. Das Neue. Ist leider alles sehr dunkel hier. Okay. Ist die Straße frei? Und dann los. Warte mal, den MB-Truck, den lassen wir hier aber stehen. Der darf hier erstmal... Ey, hier ist doch noch Gras drin. Warum ist hier noch Gras drin? Nun denn. Mach mal runter, mach mal an und dann legen wir mal los. Mal gucken, wann der Ding hier voll ist. Wie gesagt, 30.000 Liter passen hier rein. Wir müssen, glaube ich, ein paar Mal fahren. Das wird ruckzuck befüllt sein hier, der Gerät. Aber irgendwie fetzt der, oder? So. Dann können wir mit dem MB-Truck ja auch noch das nächste dann voll machen. Wie gesagt, ich würde sehr, sehr gerne mit beiden zusammenfahren, weil das lohnt sich dann mehr mit der Hin- und Herfahrerei. Ich habe Bedenken, warte mal, wenn wir wirklich die Wiesen hier alle pflügen und mulchen und so was, dann haben wir hier viel mehr Grasertrag, wenn wir dann das mit dem Lindner hier öfter machen. Oder wir nehmen immer nur die Wiese auf dem Hof, da hinten beim Schafstall. Für das Fahrsilo fahren, meine ich jetzt. Dafür wäre der perfekt. Haha, das ist ja geil. Schön. Ist hart überblendet, ne? So. Na, mal gucken, was ich daraus mache. Oder kriegen wir die ganze Wiese mit immer weggefahren hier? Das ist ja doch weniger, als ich dachte. So, der Koffer ist voll. Schön, dann fahren wir den mal hier beiseite. Eigentlich voll geil, dass er Allradlenkung hat. Sehr agil, der kleine Mann. Gefällt mir, hätten wir viel früher machen sollen. Das ist eine echt coole Sache. Oder wir brauchen zwei davon. Ah, der wäre übertrieben, ne? So, dann packen wir hier nochmal 25 rein. Und dann haben wir die erste Ladung Futter für die Kühe da. Vielleicht holen wir noch Kühe. Von der Fördersumme können wir uns ein paar Kühe anlachen. Ist ja denn quasi wie so ein geschlossener Kreis mit der BGA, dass wir die BGA damit füttern können, mit den Produkten, die die Kühe ausscheiden, um daraus Energie herzustellen. Ja, so kann man das ja argumentieren. Da sind nämlich die Fördergelder vernünftig angelegt und nicht veruntreut, hoffentlich. Also wir machen damit keinen Urlaub, wir kaufen uns davon keine fette Luxuskarre. Ne? Alle nützliche Utensilien, um den Landbetrieb aufrechtzuerhalten. Okay, der Schatten, der nervt hart, aber das ist bei so einem ollen Windpropeller halt so. Da machst du nichts. So. Okay, die Schwade sind doch recht dünn. Ich hätte gedacht, hier kommt mehr zusammen. Ja, ey, geil, hat die passt. Dann hätten wir die erste Wiese schon mal weg. Aber okay, bei den anderen Wiesen ist der Fahrweg länger. Aber beide Traktoren sind relativ schnell. Also der MB-Truck hier und der Lind-Truck, die fahren ja relativ zügig. Sehr schön. Genau so, wie ich mir das vorstellt. Warte mal, ich hoffe, dass wir voll sind, wenn wir da hinten ankommen. Das klappt ganz genau.
voll. So, einmal dahinter einreihen, bitte. Oh Gott, die Bremse. Das neue Ding ist schon kaputt. Okay. Der Folgemodus ist aktiv. Na dann, Folge mal aktiv. Mega cool. Ja! Oh, wie schön. Leute, ihr wisst das, ne? So gehört sich das. Okay. So, wir fahren jetzt einfach mal rüber. Mal gucken, was der MB-Truck veranstaltet. Hier mit dem... Ach, du Schande. Das ist ja... War ja filmreif. Ja, ja. Er kommt. Geil. Na los, komm ran, Junge. Das ist gerade richtig geil hier vom Bild her. Ich mag das. Wir brauchen geile Thumbnail, Leute. Und komm ran. Doch. So, entschuldigt. Jetzt geht vorwärts. Wir haben doch keine Zeit. Das erste Kuhfutter. Oh ja. Ja, weiß nicht, wollen wir ein paar Kühe holen? Oh, der fährt da dran vorbei. Na, das habe ich mir aber gedacht. Der hat es nicht so mit der Bremse. Steck mal aus. Das machen wir lieber extra, bevor hier noch Grande Malheur passiert. Aber so können wir auch Gras. Ich finde den voll knubbelig und lustig, den kleinen Mann hier. Wo ist denn hier der Futtertrauch da vorne? Futter! Gras. So, Entladegeschwindigkeit ist ein bisschen langsam, ne? Dann können wir in der Zeit den MB-Truck schon mal ran schaffen hier. Dann können die sich Bäder entledigen. Dann geht es nämlich schneller mit die nächste Ladung. So, ich glaube, der Lindner ist fast leer. Und raus damit. So, Wasser ist schon drin. Futter ist da. Wollen wir mal gucken? Wie sehen denn die Füllstände aus hier? Oh Gott, so viele Schafe. Kuhstall mit Weide. Wir haben noch keine Kühe, deswegen werden hier nicht angezeigt. Warte mal. Haben wir hier auch Tierhaltung? Ja. Haben wir hier auch einen Viehtransporter? Nein. Oh, ein LKW, der Vieh transportieren kann. Das wäre schon echt cool. Haben wir gerade nicht, ne? Habe ich hier so weit? Warte mal. Kriegen wir das hier irgendwie hin? Hat der andere Aufbauten? Nee, der hier? Nee. Nee. Ach komm, nee, wir gucken jetzt hier nicht großartig nach. Wäre cool, wenn wir hier einen Viehtransporter hätten. Haben wir aber nicht. Schade. Dann halt nicht. Pass auf. Viehtransport. War das extra? Ja, hier. Tiertransport. Ist hier ein LKW bei? Natürlich nicht. Wie viele passen hier drin? 6 Kühe. Nee, komm, dann hole ich jetzt keine ab. Dann lassen wir uns die liefern. So, welche hätten wir denn, Jan? Wollen wir hier die braunen Schweizer laufen lassen? Ja, ja. Wir haben auf der Forgotten Lands haben wir die Holstein. Dann machen wir hier die hier. Nehmen wir ein paar Ausgewachsene oder nehmen wir die Kleinen? Wir nehmen davon, ne? Mal 10 oder wollen wir gleich 20 machen? So. Wir haben Kühe. Warte mal. Futter, Gras. Oh, cool. Guck mal hier, ich habe die Füllstände angepasst. Hier ist sehr viel Luft nach oben. Hier sind
55.000 Liter Gras drin, aber der Balken hat sich nur so gut wie gar nicht bewegt. Also wir können hier richtig vollballern. Wasser ist da. Alles andere fehlt. Aber die haben auf jeden Fall erstmal Futter. Ne, die werden nicht verhungern. Sehr schön. Leute, wir haben Kühe. Irre. Ja, keine Ahnung. Dann würde ich beim nächsten Mal noch mehr Gras fahren. Was haltet dann davon, wenn wir schon mal da sind, oder? Lass mal machen. Macht irgendwie Spaß. Ich finde es cool. Mal gucken, wie viel denn da am Ende zusammenkommt. Und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal mit dabei, wenn es heißt Gras für die Kühe. Ich freue mich. Also, bis dahin. Macht keinen Quatsch. Und drin gehauen.